So, Folge 17. Ich sag jetzt schon mal, es tut mir leid, dass wir wieder hier sind. Mir ist nämlich vorhin das Spiel abgestürzt, als ich den Ninja-Sheet aktiviert habe. Ja, aber immerhin habt ihr ja schon Trecker gesehen. Wie ich euch jetzt in den ersten 5 Folgen versprochen hatte, dass wir trotz GTA United noch einen Trecker sehen werden. Ja. So, aber was machen wir denn jetzt? Ich hatte euch noch anderes versprochen. Und zwar war das, glaube ich, in Folge 13 oder so. Und zwar hatte ich euch... Und zwar hatte ich euch versprochen, dass ich euch das Vice City Entwicklerhauptquartier zeige. Weil ich euch ja auch das in Liberty City gezeigt hatte. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich zeige euch jetzt das Hauptquartier in Vice City. Da werden wir jetzt hinfahren. Und zwar hier zwischen den Palmen, ganz paradiesisch. Und während ich schon wieder so einen leichten Reiz im Hals habe, trinke ich mal eben was von der köstlichen Bio-Limonade, die ich jetzt einfach mal empfehle. Und zwar ist es Bionade-Cola. Ja. So. Einmal einen Schluck. Einmal kurz an der Flasche genippt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit meiner Moderation, die total perfekt ist. Und die jeder sehen will. Weil ich zu doof zum Autofahren bin. Also in Vice City wäre ich jetzt gestorben. So, da hinten ist das Vice City Hauptquartier. Allerdings werde ich da jetzt nicht hinschwimmen. Nein, ich werde eben zum Pier gehen und mir ein Boot besorgen. Entschuldigung. Ach Mann, ist das nervig. Das ist sowas von nervig. Weißt du, vor 2 Wochen warst du erkältet. So. Jetzt warst du mal einmal ohne Jacke draußen. Und schon ist deine Stimme wieder angeschlagen. Aber Gott sei Dank geht es mir gut. Das heißt, ich kann wenigstens ohne Einschränkung noch alles machen, bis auf das scheiß Rumgehuste. Das wäre schon so dermaßen noch ein Senkel. Geht gleich durch. Ach, wie geil ist das denn? Da gibt es einen Bug. Oh Mann, Entschuldigung, ich war kurz eine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Mann, das ist immer derselbe Scheiß mit dem Aufnehmen. Ach ja, bin ja schon längst wieder in der Aufnahme drin. Ups. Ja, was hatte ich jetzt vor? Ach ja, ein Boot holen, ne? Mann, mein Hals. Ich würde meinen Hals am liebsten abkotzen. Wisst ihr, wie ich das meine? Einfach so meinen Hals erwürgen, so dass ich da nichts mehr fühle und dann so richtig abkotzen. Und danach einen neuen Hals nehmen und anschrauben. Ich glaube, ich weiß, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Einen neuen Hals. Stell dir mal vor, wie das rüberkommt. Scheiße. Nein, ich weiß schon, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Keinen neuen Hals. Nur einen neuen Fernseher. Man muss ja mal so sagen, es ist jetzt Juni und ich weiß schon alles, was ich mir wünsche. Zu Weihnachten im Januar wünsche ich mir einen neuen Fernseher. Zu Weihnachten im Dezember wünsche ich mir einen neuen Fernseher und zum Geburtstag im Januar wünsche ich mir einen neuen Xbox-Controller. Und zwar am liebsten die Tomb Raider Special Edition. Das wäre geil. Und das Gute ist, die Tomb Raider Special Edition, die würde ich wahrscheinlich sogar kriegen, weil die genauso teuer ist wie ein normaler Controller. Und ich so langsam mal einen neuen Controller brauche. Meiner, der verabschiedet sich so langsam. Ja, da hinten ist das Vice City Hauptquartier. Sieht man auch schon Luxus-Rennboot. Asse! Was soll ich mit dem Fallschirm unter Wasser, Leute? Ach, Mann.
ja, hier Vice City zu San Andreas Hauptquartier, was ich euch gleich zeigen werde. Ich muss mal kurz am Hustensaft nippen. Also, ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich. Tschüss. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal ein bisschen Hustensaft genommen. Und zwar den guten von Klosterfrau, der total für den Arsch schmeckt. Ja. Ach ja, so viel zum Thema Dildo. Den können wir gleich mal mitnehmen. Weil der Vibrator fand ich sowieso doof. Also, Hauptquartier, ne? Gehen wir mal rein. Sehen wir auch wieder dieselben Server, also wie bei beim Hauptquartier in Liberty. Hier haben wir auch wieder einen Getränkeautomat, auch wie in Liberty. Dann haben wir hier auch wieder die Monitore mit dem drehenden United Logo, auch wie in Liberty. Also nur, dass das hier in einer Hütte ist. Und dass diese Hütte schon in GTA Vice City gab. Man muss ja mal sagen, in dem Gebäude, was in Liberty City ist, das gab es in GTA 3 noch nicht. Da war nämlich eigentlich eine Gasse. Ja. So war das damals so. Alter, wieso tut er immer für den kleinsten scheißen Fallschirm an? Ich verstehe hier nicht. Den Nico, Nico, ja, klar, Nico Bellic, ne? Das hier ist ja auch, klar, Nico Bellic, das ist ja auch, GTA 4, ne? Also spielen wir hier nicht Carl Johnson, nein, wir spielen hier Nico Bellic. Weil das hier GTA 4 ist, mit einer ausgesprochen schlechten und gar nicht 2008 mäßigen Grafik und sich meine Stimme oder besser gesagt meine Alt schon wieder bemerkbar macht. Ich trinke also noch mal kurz ein Schlückchen auf diesem köstlichen Hustensaft. So, schon besser. Muss ich mal kurz das gucken. Nein. Ah. Aber wie fährt man den noch hoch? Ah, so, okay. Dann nehmen wir mal den Autotransporter mit. Schleppen wir ihn mal ab. Los! Los! Mach mich los! Los! Wer braucht das Ding schon? Wenn ich was abschleppen will, dann nehme ich einen Bus. So, nehmen wir den Bus mit. Ist viel besser. Bikini Line. Ah. Oh, ups, upsala, ullala, hohoho. Spaß mit dem Bus, das ist doch auch mal was. Meinsen. Das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Driver San Francisco. So, nehmen wir den Kollegen einfach mit, der uns hier die ganze Zeit rammt. Rammt. Oh Mann, das war eine scheiß Idee. Warte mal kurz.
H-I-S.